und herzlich willkommen zur 72. Folge von Forza Horizon 4. Zurück hier mit der wunderschönen Corvette ZR1. Das ist ein brutales Teil. Und mal gucken, wie brutal das Ding über die Autobahn schiebt. So. Sogar 3000 Umdrehungen. Auto. Ich versuche mal links vorbeizufahren. So, 300 nebenbei schon. Ist ja quasi nichts Besonderes mit dem Auto. Schaffen wir mehr nicht. Also mehr nicht, ne? Reicht. Das ist, glaube ich, genug zum Fahren. Dürfte gerade so ausreichen. Ich fahre schon in die richtige Richtung, denn ich will nach Edinburgh. Denn da gibt es was Besonderes, was ich gern hätte. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, was es ist. Es wird teuer. Es wird sehr teuer. Das könnte ich mir ohne Fortune Island sogar aktuell gar nicht leisten. Alter, was haben die jetzt da gemacht? Das könnte ich mir ohne Fortune Island wirklich nicht leisten. Dass ich da wirklich nicht genug Geld für hätte. Aber dank den 10 Schatztruhen bin ich ein wenig reicher geworden. Und dann passt das schon. Das darf der Wagen niemals verlieren. Das muss der immer noch können. Aber wirklich driften will er gar nicht. So, da ist er ziemlich stabil. Ich will ins Zentrum der Stadt. Zu einer... Man könnte schon sagen, zu einer Sehenswürdigkeit. Edinburgh bietet. Was machst du da, Cayman? Im vierten Gang, ganz entspannt. So, es ist auch gar nicht mehr so weit. Hektar. Den Weg, ich muss Geld ausgeben. Auf der Karte kann man das auch schon erkennen. Na, welches Symbol ist das? Von den vielen. Nur, wo kann man was kaufen? Das ist, glaube ich, relativ einfach zu beantworten. Wo man hier was kaufen kann. Beim Rennen? Nee, kann man nichts kaufen. Weiter hinter hier, die weltschnellste Autovermietung. Würde noch bald kommen. Nee, da kann man ja auch nichts kaufen. Ich will was anderes haben. Was teurer auch ist als jedes Auto hier im Spiel. Auf der Automesse zumindest. Ich bin ein Idiot. Das ist natürlich... Ja, da. Natürlich will ich das Edinburgh Castle kaufen. Was auch sonst. Einfach verboten, ist mir egal. Mir gehört das Haus oder das Schloss oder die Burg gleich sowieso. So, zu verkaufen das Edinburgh Castle. Was haben wir denn hier Schönes? Ja. Ein nettes Schlösschen mitten in Edinburgh gelegen. Kostet 15 Millionen, bekommt dafür aber auch einen Alfa Romeo P3. Der kostet, glaube ich, bei der Automesse 10 Millionen. Und 10 Super Wheel Spins. Deal? Deal. 15 Mille weg. Ob sich das Geld dafür lohnt, das ist mir auch ziemlich unwichtig. Ob ich die 10 Millionen wieder reinkriege, das ist mir ziemlich egal.
festlegen. Ja, ich kaufe mir das Haus, weil ich es mir kaufen kann. Weil dann ist das schon Kaufgrund genug, wenn man es sich kaufen kann. Deswegen will ich es haben. Und jetzt habe ich auch alle Häuser. Edinburgh Castle, hehehe. Wenn man danach reinfahren könnte, das wäre natürlich noch geiler. Jetzt haben wir ein Auto mit mehrfach 10 Millionen und 10 Super Wheel Spins. Erstmal die beiden normalen. Und dann direkt die 10 besonderen. Wo wir vielleicht noch was Geiles gewinnen. Vielleicht kriege ich sogar den Kaufpreis wieder reingeholt. Wenn ich den Alpha gut verkaufen kann und... Oh, schon mal nett. Und du willst jetzt auch noch was Gutes abwerfen. Sei es ein wertvolles Auto oder halt viel Geld. Da hätte ich natürlich auch nichts gegen. Also Musilago wäre geil gewesen, Ferrari Dino und 300.000. Hätte ich genommen. Ja gut, wir haben noch 9 Stück. Vielleicht ist da irgendwas Schönes dabei. Wenn nicht, ist auch ziemlich Wurst. Immerhin Donkerford. Der ist, glaube ich, ein bisschen was wert. Weiß ich, 100.000 oder so. Der Focus ist jetzt nicht so teuer, aber ein SLS. Der kostet ein bisschen was. Ich denke mal so um die 200.000. Ich will mehr haben. Die Mini hätte ich auch gern gehabt. Der wäre eine halbe Million wert gewesen. Hätte ich verkaufen können. Das ist der Kniff. Wenigstens irgendein seltenes Auto oder viel Geld. Wir hätten auch eine Corvette gewinnen können, theoretisch. Jetzt hätten wir 6. Zum Glück der Caterham. Ich weiß, der Bugatti ist natürlich wahrscheinlich noch mehr wert, aber ich habe den Bugatti gestern gekauft. Und das ist ja bitter gewesen, den gestern für 2 Millionen gekauft zu haben und dann heute einen zu gewinnen. Das ist zum Glück den Caterham. Der wird auch wieder im Auktionshaus angeboten werden. Weil sowas brauche ich nicht. Ja. Geld. 2 Umdrehungen noch. War noch mal kein wirklich krasser Preis dabei. Okay. Der Landstadt, der soll zumindest. Ich glaube, oh, teuer ist er doch, oder? Kostet er nicht auch eine halbe Million oder so? Warum auch immer der so teuer ist? Das frage ich mich. Aber er ist legendär. Und ja, Bullshit. Ja gut, die Spins haben sich so mehr oder weniger gelohnt, aber darum geht es mir auch gar nicht. Den Alpha werde ich verkaufen können und dann gut ist. So, was ich mir dachte, wir brauchen noch ein paar Schilder. Die machen wir noch demnächst. Dann natürlich auch alle PR-Stunts auf 3 Sterne. Da fehlen noch einige. Und die Horizon Stories. Da fehlt nur noch die weltschnellste Autovermietung. Da fehlen noch 7 Sterne. Boah, ganz schön viel. Da war ich anscheinend ziemlich inkompetent. Also eigentlich wie immer. Dann hier der Stuntfahrer. Da fehlen 5 Sterne. Na komm. British Racing Green sogar 8 Sterne, da war ich extrem schlecht. Und bei Le Racer 6 Sterne. Also auch einige Sterne zu holen. Einige Schilder zu holen. Einige PR-Stunts zu machen. Und ich kann ja mal versuchen, einige PR-Stunts hier zu schaffen auf 3 Sterne. Ich weiß nicht, ob die Corvette dafür schnell genug ist. Ich versuche es einfach mal. Vielleicht würde ich eher auf Blitzerzonen tippen. Oh, für Blitzer, mal. Man könnte es mal versuchen. Glaube ich eher von dieser Seite. Man kann es ja mal probieren, ob die schnell genug ist. Einfach mal probieren. Müssen wieder Autos im Weg sein. Das schaffen wir, glaube ich, nicht, aber ich will es versuchen.
Das Auto ist mitten im Weg. Da, wo ich langfahren würde und auch am besten sollte, wenn ich halbwegs schnell fahren will. Ich spule nochmal ganz zurück. Dass das Auto da wegfahren kann. Das ist halt... Eigentlich ist die KI wirklich ziemlich ungünstig platziert. Oder die fahren ziemlich ungünstig rum für mich. Ich warte mal ein paar Sekunden. So. Ja, so halb. Ah, die Kurve ist ja auch noch da. Scheiße. Gar nicht bedacht. Du hast dein Ziel erreicht. Okay, immer einen Rekord gebrochen. Wie langsam war ich da denn? Reicht noch lange nicht, 25 km/h. Aber vielleicht schaffen wir irgendeine Blitzerzone. Das könnte ich dem Wagen sogar zutrauen. Da haben wir doch schon eine. Fehlen sogar nur noch läppische 3 km/h. Aus welcher Richtung? Ich fange erstmal hier an. Mal gucken, ob der Wagen schnell genug dafür ist. ...217 ist schon ordentlich. Müssen wir dann schon ordentlich Gas geben. Okay, das schaffen wir glaube ich nicht. Nee, aber ich will die Kurve schön weit außen anfahren. Das könnten wir sogar schaffen, tatsächlich. Wenn wir die Kurve auch richtig kriegen würden. Easy, Alter. Easy. Okay, Corvette taugt doch was. Zack, 3 Sterne. Geht doch. Sogar die Gutschneller gewesen. Geht doch. Mit über 10 km/h schneller als vorgegeben. Schon heißt schon was. Also der Wagen kann was, ich nicht. Ich kann nichts. Das ist auch schon auf 3 Sterne. Die auch. Ich denke mal, so viele Blitzerzonen fehlen da auch gar nicht mehr. Auf Asphalt zumindest. Auf Road fehlen da sicherlich noch einige. Wir haben die hier zum Beispiel noch gar nicht gefahren. Warum auch immer. Okay, der Blitzer fehlt an sich noch. Oh, das schafft die Corvette nicht. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Peter ist fels. Dann Blitzerzone. Okay, da haben wir noch eine. Die sieht eher einfach. Oh, 92. 3, 4, 5. Und für doch noch einige. Nehmen wir mal am besten was in der Nähe oder was Einfaches. Da hat 1 km/h gefehlt. Ist ja nicht euer Ernst. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja, da glaube ich ja nicht. Das kann sogar ich schaffen. Geht mir auf den Zünder, Alter.
Aber gut, dass sie in den Zonen ausgelandet wird. Das ist wirklich fabelhaft. Auf den Straßen nervt es manchmal schon. Oh, die Zone kenne ich noch. Die kenne ich sehr gut aus dem Forza-Ton. Boah, die ist aber ganz schön assi, die Kurve. Die habe ich auch vom Forza-Ton live gemacht. Ja, reicht. 213,85 km/h, Bitches. Dann drehen wir gleich mal um. Ich kann die andere Zone machen. Alter, was macht er denn da? Ich will mal gucken, welche... Okay, wir brauchen... Oh, 217 km/h. Das klingt aber schnell. So, natürlich nicht. Jedes Mal so. Am besten würde ich jetzt so fahren, wie ich gerade gefahren bin. Es wäre eigentlich klug, da lang zu fahren. Natürlich ist das Auto im Weg. Oh. Was? Hä? Hä? Wieso ist denn... Das ist irgendwie wieder ein komischer Bug. Wieso ist es denn... Der Mini nicht durchsichtig? Was soll denn das jetzt? Da müsste doch geghostet sein, eigentlich. Ach ja, der Kollege schon wieder. Normal ist doch... Sind doch alle KI-Autos geghostet. Das raff ich irgendwie gar nicht. Guck mal. Hä? Die werden jetzt beide geghostet. Warum der gelbe Mini nicht? Das war die Mauer. Einfach hart und schnell bremsen. Forza, why? Was brauchen wir? 217? 220? Nee. Ich darf den Mini nicht rammen. Könnte ich eigentlich auch gar nicht, wenn das Spiel schlau wäre. Aber naja. Jetzt ist der auf einmal wieder nicht geghostet. Das ist doch irgendwie ein komischer Bug. Das verstehe ich irgendwie gerade nicht. Nee. Der Porsche, der ist geghostet. Das sehe ich sogar. Ja gut, Kurve. Ja. Kann ich halt dank dem Mini ziemlich scheiße nehmen. Oder muss ich ziemlich scheiße nehmen. Ja, einfach Mini ist schuld. Ganz einfach.
hast dein Ziel grottig, erreicht. Alter. Das heißt, das weiß ich, aber... Das muss besser gehen. Und am besten ohne Bugs, wenn es geht. Dass dann alle Autos am besten geroastet sind. Wie sich auch gehört. Und nicht nach dem Zufallsprinzip, der Wagen ist geroastet und der nicht. Nicht so geil. So, wie viel brauchen wir nochmal? 217. Eieiei. Das wird hart. Wie das dann mit mir im Weg, da wo ich langfahren sollte, müsste, könnte, möchte. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Ja, ist besser, aber es reicht nicht. Schaffe ich auch mit dem Wagen, glaube ich mal nicht. Such mal eine andere Zone. Endlich Bullshit, ja? Ich hasse Minis. Oh. 2,25. Okay. Das heißt dann wohl Anlauf nehmen. Und Hartgas geben. Und wahrscheinlich ein wenig Billard spielen, also die Bande benutzen. So sollte es relativ einfach gehen. Wieder ein Fest am KI. Du hast dein Ziel erreicht. So easy. Nicht ehrenhaft, aber geschafft. Ja gut. Das ging doch schneller als erwartet. Obwohl ich sogar die Kurve extrem scheiße angefahren bin. Okay, 249 km/h sollen wir fahren. Wirklich? 249? Eieiei. Das stelle ich mir sehr hart vor. Forza, falsche Richtung. So. Ich bezweifle, dass wir das schaffen. Oh, das könnten wir sogar doch schaffen. Wenn wir Vollgas durchkommen. Oh, schaffen wir doch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, geschafft ist geschafft. Ha, no challenge alles for me. So, die kann ich noch ganz gut. 193 Klamotten. Ja, von hier. Ja, es läuft doch jetzt schon ein wenig besser. Mir noch ein Stückchen Tee? Ah! Ja. Eine tolle Teetasse, die ist irgendwie undicht. Muss ich nachher erstmal sauber machen. So. Let's go.
Na, nicht ganz so weit außen, Fabian. 3 Meter weiter rechts und dann ist alles gut. Ich muss noch rein, sonst geht das nicht. Was machst du da, Fabian? Bist du dumm? Was ist los in deinem Kopf? Bist du ein Dummkopf? Okay. Ich glaube, mit Bande geht das sogar. Ohne sicherlich auch. Ja. Geht in die Richtung, wo ich hin möchte. Aber da muss mehr her. Das können wir sogar schaffen. 191 war das? 193. Okay. Okay. Wenn wir sauber durchfahren können, dann schafft man das, glaube ich, mit dem Wagen. So diesen Zustand, wie er jetzt gerade ist. Nein, ich wollte nicht abheben. Nee, ein bisschen weiter rechts will ich sliden. Ja, die ist irgendwie so ein bisschen unruhig, Corvette. Das ist ein Witz, oder? Ein halber kmh. Forza, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Oder sogar nicht mein halber kmh. 8,5 wird aufgerundet. Also würde ich... Also 192,5 fahren, hätte es gereicht. Da, nee. Das sehe ich jetzt mal überhaupt nicht ein. Nicht ganz so weit. Oh, nicht so weit zurückspulen. Ja, die Entfernung dazu war gut. Ja, das schaffen wir. Einen Moment. War zu spät eingelenkt. Easy. Und Blitzerzone hält Rang 17. Wie jetzt bin? Ja, machen wir noch. Ich will noch eine Zone schaffen. So viel Auswahl haben wir auch gar nicht mehr. Nämlich auf Asphalt nur noch 2 Zonen. Die hier finde ich auch ziemlich geil. Und hier, die seht sogar eher einfach aus. Das muss aber, glaube ich, nichts heißen. Nur weil die so einfach aussieht. 92 brauchen wir. Ist verdammt viel. Da müssen wir ordentlich Gas geben. Dann macht sich der Regen natürlich super. Mal sicher gehen, waren es 92? Alzheimer Fabian, 92.
Warum denn Regen? Macht sich jetzt gerade nicht optimal. Natürlich müssen hier wieder 20 Autos auf einmal fahren. Ich muss irgendwie... Ja, links, rechts, vorbei. Ja, ist überall kein Platz. Das ist das Problem. Wir müssen definitiv von oben fahren. Weil bergauf ist nicht geil. Reicht? Ich glaube, reicht, oder? Wir warten noch mal, bis der Mazda weg ist. Weil er mir wieder komplett die Kurve blockiert. So. Jetzt. Jetzt aber auch nicht Gas geben. Warte, wenn wir das ganz weit außen anfahren und früher noch einlenken, können wir das sogar schaffen. Ich muss früher einlenken. Ein bisschen später. Also die Kurve schaffen wir Vollgas. Das sieht man ja eindeutig. Oh. Aber der Sprung geht ja mal gar nicht. Oh, das ist verdammt gemein. Ah, Forza. Aber geschafft. Sehr schön. So gefällt mir das. Aber irgendwie fehlt ja die eigene Zone noch. Die Folge ist sehr lang, das weiß ich, aber irgendwie, ich muss die noch machen. Ah, 169, das klingt ja jetzt nicht mal so viel. Irgendwie muss ich die noch machen. Erst dann bin ich vollkommen. Oh, geht auch noch weiter. Ah. Du hast dein Ziel erreicht. Geht doch. Jetzt bin ich vollkommen. Dann haben wir alle Blitzerzonen hier auf 3 Sterne geschafft. Mit der Corvette. Geil. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass die Corvette dafür schon schnell genug ist. Aber wir haben es anscheinend geschafft. Wenn auch nicht immer ganz fair, aber das Spiel erlaubt es ja. Das könnte sich dagegen schützen. Wenn man sagen müsste, dass man die Blitzerzonen oder so ohne Kollision machen muss, dass man dabei nichts haben darf. Selbstschuldspiel. Aber die Corvette hat es bewiesen. Kurven kann die definitiv. Und sie ist wirklich schnell genug für 3 Sterne. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, die Sache wird noch zu langsam. Ich meine, natürlich, die Corvette, die ist schnell. Das ist jetzt aber halt kein McLaren Senna oder kein,
krasses Hypercar. Muss man immer noch bedenken. Und dafür hat er sich wirklich extrem gut geschlagen. Und sowieso generell ein ziemlich fettes, geiles, brutales Teil. Schön, dass sie im Spiel ist. Die normale Zeit an 6, die reicht eigentlich auch schon, aber ja, wenn man sowas haben kann, nehme ich natürlich auch gern sowas. War nur ein brutales, fettes Teil. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit einem wunderschönen neuen Auto. Also bis dann und tschüss.